Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herausforderungen bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gemeinsam meistern, wie wir Bürger dabei einbeziehen und wie wir Hass und Fremdenfeindlichkeit bekämpft werden. Das ist der Titel dieser heutigen Aktuellen Stunde. Meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst auf den Teilaspekt, wie wir Bürger dabei einbeziehen, begrenzen und hier aus der Vergangenheit heraus die aus meiner Sicht relativ schlechte Kommunikationsstrategie unserer sächsischen Staatsregierung in der Vergangenheit kurz beleuchten. Erinnern wir uns zurück, als im Jahr 2013 in Schneeberg mehr oder weniger kurz und schnellfristig eine größere Zahl von Asylbewerberheim in der ehemaligen Bundeswehrkaserne eingerichtet worden ist. Als Reaktion auf diese Einrichtung der Außenstelle gab es Proteste von Bürgern vor Ort. Es gab auch Proteste der damaligen Landtagspartei NPD. Und seitens der Staatsregierung war zu vernehmen, dass die Bürger künftig besser informiert werden sollten und man ihre Sorgen ernst nehme. Das war im Jahr 2013. Zu Beginn des Jahres 2015 wurde über Nacht die Turnhalle der Meißner Fachhochschule in ein kurzfristiges Erstaufnahmelager seitens der Landesdirektion umfunktioniert. Und die Anwohner, meine Damen und Herren, wurden darüber wenige Stunden zuvor durch einen Flyer im Briefkasten informiert. Sieht so, meine Damen und Herren, gute Kommunikationspolitik aus? Als Reaktion auf die Proteste hat der Landrat Steinbach die Meißner Bürger und alle Parteien eingeladen. Anlässlich dieses Kommunikationsversuchs waren nicht alle Landtagsparteien, die eingeladen, anwesend gewesen. Die Staatsregierung versprach erneut damals, dass man die Bürger besser informieren werde und dass man ihre Sorgen ernst nehme. Grillenburg im Tal an der Walz, meine Damen und Herren. Wir hatten bereits im Monat März einen relativ kurzfristigen starken Anstieg der Zuweisungszahlen für Sachsen im Bereich des Asyls. Die Staatsregierung hat daraufhin die ehemalige Forstschule im Tal an der Walz zu einer Außenstelle für 80 Asylbewerber und Flüchtlinge ausgebaut. Monatelang geschah dann nichts, die Flüchtlingsstätte wurde nicht belegt, bis plötzlich vor 14 Tagen am Montag Landrat Geisler gegen 16 Uhr darüber informiert worden ist. Ne, entschuldigen Sie, das ist ein anderer Fall, das ist Freital. Die Staatsregierung hat sich dann vor 3 Wochen entschlossen, die Erstaufnahmeeinrichtung in Grillenburg zu belegen. Kritisch muss man hierbei allerdings anmerken, dass der Bürgerdialog und das Informationsgespräch mit den 120 Anwohnern in Grillenburg erst 4 Tage nach der Inbetriebnahme der Erstaufnahmeeinrichtung zustande gekommen ist. Meine Damen und Herren, so sieht eine Informationspolitik, die ich als positiv bezeichnen würde, nicht aus. Aber kommen wir nun zum Leonardo Hotel in Freital. Meine Damen und Herren, bekanntlich war das Leonardo Hotel bereits eine Notunterkunft im Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Die Unterkunft war zeitweise mit bis zu 120 Asylbewerbern und Flüchtlingen belegt. Vor 14 Tagen anlässlich einer Kreisausschusssitzung im Landratsamt in Pirna teilte dann der Landrat plötzlich gegen 18 Uhr mit, dass er um 16 Uhr einen Anruf erhalten hatte und dass die Busse zum Leonardo Hotel nach Freital bereits auf dem Weg seien. Um das jetzt in den zeitlichen Zusammenhang zu setzen, meine Damen und Herren, am Freitag zuvor hatte der Bundestagsabgeordnete Bremisch gemeinsam mit unserem Innenminister Herrn Lothar de Maizière eine Informationsveranstaltung in Freital abgehalten zum Thema Asyl und Flüchtlinge. Dort fiel kein einziges Wort davon, dass am kommenden Montag eine Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet werden sollte. Was schloss ich an? Die Redezeit geht zu Ende. Weiter bei der nächsten Runde. Gut.
Sehr geehrter Herr Präsident. Weiter. Tagelange Proteste vor der Erstaufnahmeeinrichtung Leonardo Hotel. Ein Demonstrationstourismus der Flüchtlingsunterstützungsfraktion. Ein lange ausgebliebenes Gesprächsangebot der Stadt Freital fand am letzten Montag statt. Mehr als 380 Freitaler diskutierten in aufgeladener Stimmung mit dem Innenminister. Antworten blieben teilweise aus. Um eine wirklich sachorientierte Auseinandersetzung zu führen, müssen wir die Bürger eben wirklich ernst nehmen und uns fragen, warum sie Bedenken haben und wenn Asylbewerber in ihrer Nähe untergebracht werden. Ein weiterer Teil des Antrages lautet: Gewalt und Fremdenfeindlichkeit entschieden bekämpfen. Meine Damen und Herren, ja, es gibt Gewalt und Übergriffe gegen Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies will niemand in diesem Hohen Hause wirklich bestreiten. Ein weitgehend verschwiegener Aspekt in dieser Debatte ist jedoch Gewalt zwischen Asylbewerbern in den Aufnahmeeinrichtungen. Meine Damen und Herren, einige Beispiele. In Schmiedeberg werden Eritreer von Tunesiern und Marokkanern aus dem Fenster geworfen. Im Landkreis Meißen verweigern sich einige Asylbewerber in den Einrichtungen die Barleistungen am Auszahlungstag in Empfang zu nehmen. Der Grund: Sie werden von anderen Asylbewerbern bedroht, um die Herausgabe des Geldes an andere Asylbewerber zu erzwingen. Massenschlägereien in Chemnitz und in Schmiedeberg spielten in anderen Diskussionsbeiträgen am heutigen Tag bereits eine Rolle. Es gibt aber auch einen weiteren Aspekt in dieser Debatte. Das ist die Gewalt durch Asylbewerber außerhalb der Heime und Aufnahmeeinrichtungen. Ich möchte hier nur einen besonderen transparenten Fall herausheben. Zwei Schülerinnen wurden auf dem Schulweg im Bus von Schmiedeberg nach Dippoldiswalde sexuell durch Asylbewerber belästigt. Die helfenden Mitschüler wurden von den Asylbewerbern angegriffen. Eltern hatten in der Folgezeit Angst, ihre Kinder unbekleidet auf den Schulweg zu schicken. Meine Damen und Herren, was der Bevölkerung sauer aufstößt, ist der massive Missbrauch des Asylrechts und die mittlerweile zu lasche Abschiebungspraxis bei abgelehnten Asylbewerbern. Über 98% der Asylbewerber sind nicht asylberechtigt, weitere 28% der Asylbewerber sind bleibeberechtigt. Alle anderen müssen konsequenter abgeschoben werden. 2113 ausreisepflichtig abgelehnte Asylbewerber leben in Sachsen. Die Anzahl der Abschiebungen reduzierte sich von 2014 zu 2013 von 1230 auf 1037, obwohl die Anzahl der Asylbewerber stark angestiegen ist. Herr Minister, es bleibt zu hoffen, dass das Pilotprojekt Rückführung die angekündigt verstärkte Ausreise abgelehnter Asylbewerber besser garantieren wird. Meine Damen und Herren, ich danke recht herzlich. Ja, das war Herr Barth für die AfD-Fraktion.